Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Bestcasts. Das ist der Podcast von TechStage, die 64. Ausgabe. Mein Name ist Kamal und das ist mein Kollege Samir. Hi. Und jetzt geht's los. Das war eine Woche, Samir. Richtig. Denn wir haben Google I.O. 2015 in San Francisco und Google hat wirklich eine Menge gezeigt. Ja, die haben einiges gezeigt. Es war auch gestern eine lange Nacht. Deswegen. Ehrlich gesagt habe ich so wenig geschlafen. Heute Morgen hierher auf der Fahrt zum Büro habe ich nur aggressive Musik gehört. Ich habe Command & Conquer Generals Soundtrack angemacht, weil ich echt wenig geschlafen habe. Und wir mussten ja auch so früh aufstehen. Ja. Und aktuell ernähren wir uns, ohne irgendwas gegessen zu haben, nur von Energy Drink. Das heißt, Zucker und Koffein und Ungesundes, alles in the brain. Guck, deswegen sind wir noch wach. Ja. Funktioniert. Für diejenigen, die jetzt hier das Video schauen auf YouTube, kurzer Hinweis. Erstmals wollen wir diesen Bestcast live streamen. Das heißt, wir haben hier noch eine zweite Kamera. Falls wir also teilweise dahin gucken, dann wundert euch nicht, da steht keine weitere Person, sondern da sind die Leute gerade live draufgeschaltet, die wir aktiviert haben auf Periscope. Es sind nicht viele. Mann. Telefon stumm schalten. Ja, ich sagte ja, live ist das immer etwas schwierig, deswegen ja, habe ich jetzt auch gemacht. Viele Dinge beachten. Das machen wir dann später in einer Checklist. Okay, Bestcast ist da, Bestcast 64 ist da, Google I.O. haben wir gesagt und wir sind alle hundemüde. Es kann sein, dass wir währenddessen einschlafen, aber deswegen haben wir auch die Live-Leute diesmal da, die dann uns beleidigen können, während wir sprechen. Richtig. Es gibt ehrlich gesagt zu Google I.O. sehr viel zu sagen. Es gibt wirklich sehr, sehr viel zu sagen. Google hat so viele Sachen vorgestellt. Dabei war zusammengefasst nichts Bahnbrechendes dabei, oder? Nein. Also ich meine, es war jetzt nicht die revolutionäre Press-Conference, die man, ich weiß nicht, vor 2 Jahren oder letztes Jahr irgendwie noch hatte, mit vielen Veränderungen. Es wurde vieles verbessert. Ja. Vieles feingetünt. Ein paar Kleinigkeiten waren neu vorgestellt. Aber ich fand die eigentlich ganz okay. Ja. Also ich bin jetzt nicht enttäuscht, wie ich von vielen mitbekommen habe, dass viele sagen. Ich bin auch nicht enttäuscht. Aber ich sehe diese Leute gerade auf unterschiedlichen Foren, auf unserer Seite, auf hier und da, die natürlich standardmäßig ankommen. Nach jeder Google I.O. ist das überhaupt so, dass sie sagen, oh, das hat aber Google diesmal von Apple übernommen. Sicher gibt es einige Funktionen, die Google jetzt integriert hat, die auf iOS so existieren. Aber man muss sagen, bei Apple ist es nicht anders. Wenn die WWDC stattfindet, dann sagen die Leute auch danach, ja, Apple hat das von Google übernommen. Ich würde rundherum sagen, ohne jetzt konkrete Beispiele zu nennen, würde ich sagen, das ist halt so. Manchmal ist das eine Unternehmen etwas weiter weg vom anderen und bringt revolutionäre Sachen und dann kommt der andere und 2 Jahre später und integriert dann sowas Simples wie App-Berechtigung. Richtig. Aber das macht das nicht irgendwie schlimm oder so, sondern das ist an und für sich ganz cool, weil am Ende profitieren wir alle ja davon. Ich gucke jetzt schon wieder hinter der Kamera. Habe ich gesagt, wir gucken in beide Kameras. Ja, hier sind schon einige meisten Leute und ich muss dann ja auch Aufmerksamkeit schenken. Richtig. Sonst denken sie, seid ihr blöd oder so? Ihr holt uns zu euch, aber ich muss nur gucken, ob die irgendwelche Fragen stellen oder irgendwelche Kommentare sagen. Das muss ich nur schauen. Aber ja, kommen wir nochmal zurück. I.O. sicherlich viele Themen, vieles auch nicht neu, vieles auch überfällig, aber insgesamt Android wird etwas sicherer. Richtig. In deren eigenen Worten, Android wird qualitativer und glänzt etwas. Mhm. Also back to basics. Wollen wir Android M erstmal durchgehen? App-Berechtigung? Ja, schon ich glaube, das Größte der Google I.O. 2015 ist das Announcement zu Googles neuestem Betriebssystem oder Betriebssystemversion und das ist Android M. Wie immer, oder was heißt wie immer, wie im vergangenen Jahr auch, heißt es nur noch Android M. Richtig. Statt Android L. Der genauere Name wurde noch nicht gesagt. Aber auch die Versionsnummer wurde noch nicht bekannt gegeben. Das heißt, wir wissen nicht, ob es sowas wie 5.2 ist oder 6.0 ist. Richtig. Und der Name, Samir sagt immer noch Marshmallow, vielleicht sagt er auch manchmal Mars. Macadamia. Macadamia. Cookie. Cookie Nut ist das, was im Gespräch ist. Aber es ist ja eigentlich auch vollkommen egal, wie es heißt. Richtig. Cool sind ja nur die Funktionen. Ja. Und die einige kennen wir davon ja schon. Und den größten Teil. Ja, also das Wichtigste, oder eigentlich wurden 6 große Features genannt und gesagt, wortwörtlich wurden über tausende Fehler behoben, was ja im ersten Moment nicht so wirklich sich anhört wie ein großes Update oder ein Upgrade. Aber fangen wir mit den Features an. Ja.
App-Berechtigung, hast du schon erzählt? Genau, App-Berechtigung, was sind die? Für gewöhnlich ist es auf der Android-Plattform so, dass wenn du eine App installierst, dass die App bei der Erstinstallation alle Rechte quasi kundgibt und sagt, ja, hier und da will ich zugreifen. Und was machen wir natürlich, weil wir mittlerweile so viele Apps schon installiert haben, ist es sowas wie AGBs, dass wir einfach sagen, zack, okay, alles klar. Gibt sicherlich Leute, die sich das anschauen und sagen, nee, ich will ganz genau schauen, worauf die App denn zugreift. Aber richtig, aber man konnte ja vorher, sagen wir, nicht wirklich das verhindern. Ich meine, du hast dann einfach die App dann nicht installiert. Du hast sie nicht installiert, du musstest es ablehnen, um die App dann halt. Richtig. Ich meine, klar, es gab irgendwelche komischen Programme, wenn man Root hat, aber normal ging es ja nicht. Von System aus. Genau. Und jetzt ist es halt so mit Android M oder wird so sein, dass es sogenannte App Permissions gibt, also App Berechtigungen. Kennen vielleicht einige von euch, die mit OS 4.3 Jelly Bean etwas detaillierter zu tun hatten, denn OS 4.3 Jelly Bean hatte sowas wie App Ops, Apps Operations. Okay. Das war aber irgendwie versteckt. Richtig. Du als Nutzer konntest aber trotzdem immer noch sagen, ja, das will ich sichtbar machen. Haben sie aber einen KitKat wieder rausgenommen. Richtig. Jetzt ist das drin, auch sichtbar und für Konsumenten. Ja. Nichts. Genau. Was ist jetzt der Vorteil von diesen neuen App Permissions, diesen App Berechtigungen? Nun, es ist ganz einfach. In dem Moment, wo ich eine App öffne, wird mir explizit bewusst, diese App greift auf insgesamt 8 verschiedene APIs zu. Das sind so Sachen wie Kamera, Mikrofon, Kalender, Kontakte und vieles mehr. Das wird dir in diesem Moment bewusst und du kannst entscheiden, eigentlich habe ich doch nur eine Kamera oder eine Taschenlampe-App installiert, die meine LED zum Leuchten bringen soll. Richtig. Wozu will sie jetzt Mikrofon aktivieren? Oder Kontakte zugreifen. Und das kann man dann in dem Moment einfach sagen, nein, soll sie nicht. Aber wenn die Funktion benutzt werden soll, dann wird abgefragt, soll das erlaubt werden? Da kann man sofort sagen, nein. Beispiel WhatsApp. Wenn ihr WhatsApp-App aufmacht, das haben sie gestern auf der iOS so gezeigt, und ihr wollt eine Sprachnachricht senden, dann wird in dem Moment gefragt, also das erste Mal, darf diese App auf dein Mikrofon zugreifen? Und dann kannst du einfach sagen, ja, weil du willst ja eine Sprachnachricht senden, dann musst du ja irgendwie auf dein Mikrofon zugreifen. Aber wenn du nie Fotos selber verschicken willst, kannst du wahrscheinlich sagen, nein, die darf nicht auf meine Kamera zugreifen. Genau. Das ist soweit. Aber die App würde theoretisch ja weiter funktionieren und du kannst benutzen. Die darf halt keine Fotos machen. Ja. Es gibt auch noch einige Unstimmigkeiten, wobei ich würde nicht sagen Unstimmigkeiten. Eigentlich sind das noch nicht detailliertere Informationen dazu, wie es mit bereits installierten Apps aussieht. Richtig. Einige sagen, die Rechte werden entzogen. Andere sagen, die Rechte werden zurückgesetzt. Dann gibt es noch Leute, die sagen, die Apps müssen angepasst werden für Android M. Ich will da jetzt nicht irgendjemanden durcheinander bringen. Wir haben trotzdem nochmal 2-3 E-Mails hier und da verschickt und auch ein paar andere Kollegen gefragt. Es scheint wohl noch nicht sicher zu sein. Richtig. Oder es scheint wohl noch nicht so detailliert zu sein, wie die Rückwärtskompatibilität aussieht. Würdest du dein Telefon ein bisschen leitlaus machen? Es ist nicht mehr. Leitlaus. 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 Ah, ist dieses Telefon. Ja, lass uns einmal abschauen, lass uns einmal abwarten und schauen, wie genau das funktioniert, was mit bereits installierten Apps ist, denn das müsste irgendwie clever gelöst werden. Richtig, da müssten wir ja dafür sorgen, weil an sich wäre es hier ein bisschen blöd, wenn ich ein Update kriege auf Android M und ich weiß nicht, 100 Apps installiert habe und die sozusagen immer noch auf alles zugreifen können. Ja. Andersherum wäre es auch nervig, wenn ich jetzt alle diesen 100 Apps wieder alle Berechtigungen geben muss. Ja, aber das sind ja nur erstmalige Sachen. Das heißt, wenn du dann, keine Ahnung, die App unterstützt, du machst ja nicht alles progressiv listenweise Richtig. Abarbeiten, Nein. sondern heute hast du vielleicht, keine Ahnung, nicht Flickr genutzt oder morgen nutzt du vielleicht irgendwie eine Mail-App oder sowas. Richtig. Dann kommt das ja schrittweise. Genau. Und das ist ja auch gut für dich, denn dann hast du nochmal ein Up-to-Date für dich selbst. Welche App braucht dann nochmal was? Kann Richtig. Ja auch sein, dass du so eine beschissene App hast, die mal irgendwann welche Rechte einverlangt hat und du hast das nicht mehr im Kopf gehabt. Also kannst du das gut nochmal für dich selbst regulieren. Stimmt, da hast du recht. Ne? Also so schlimm ist das eigentlich gar nicht. Es muss nur clever gelöst werden. Richtig. Also App-Permissions, das ist ein Feature. Ein weiteres Feature, und das ist eigentlich ein sehr simples, es nennt sich Web Experience. Was darunter gemeint ist, ist eigentlich sehr simpel. Eine App kann jetzt unter anderem im Chrome-Browser eigene Elemente hinzufügen und Aktionen durchführen. Was ist darunter zu verstehen? Ein Beispiel,
ihr loggt euch von eurem Smartphone aus auf die mobile Webseite von Facebook ein. Das war bisher so, dass ihr dann auf mobile oder auf facebook.com geht und dann auf m.facebook.com landet. Und dann muss man für gewöhnlich Login-Daten eingeben. In Zukunft wird es so sein mit Android M, dass wenn ihr Facebook drauf habt und ihr geht auf mobile Seite von Facebook, dass die App euch dann zum Beispiel automatisch einloggt. Klar, dummes Beispiel, wieso sollte man sich dann halt die mobile Seite aufrufen lassen, wenn man dann Facebook als App drauf hat. Aber es ist ein gutes Beispiel, was die App dann unter anderem kann. Also Beispiel wäre hier jetzt, wieso man machen müsste. Beispiel, ihr kriegt per WhatsApp irgendeinen Link zu einem Facebook-Video oder irgendwas geschickt. Und wenn ihr den anklickt, dann geht ja normalerweise euer Browser auf oder irgendein Fenster auf, wo dieses Link geöffnet wird. Nee, das ist was anderes. Das ist App-Links. Das ist der dritte Punkt. Nee, das kommt auch noch dazu gleich. Okay. Ich meine, wenn in der WhatsApp-App dieser in ein Fenster, also so ein Fenster Facebook geöffnet werden würde, dann werde ich theoretisch schon eingeloggt, weil er dieselben Daten benutzt, die auch der Chrome benutzt. Also es wird eigentlich so eine Art Chrome-Tab geöffnet und nicht mehr so eine Web-Ansicht von WhatsApp. Okay, das meinst du. Das wird so gelingen. Das ist, wie gesagt, das zweite Feature. Zugehörig dazu ist das, was Samir gerade angeteasert hat. Und zwar, ihr kennt sicherlich die Situation, ein Freund schickt euch irgendwie ein Video oder ein Instagram-Bild oder ein YouTube-Video oder sonst was oder ein Facebook-Link oder Spotify-Playlist. Und jedes Mal öffnet ihr den Link und es wird gefragt, öffnen mit Chrome, öffnen mit dieser App, öffnen mit jener App, einmalig oder für immer. So, das kann man natürlich entscheiden und sagen, okay, Standard öffnen mit, ne? Kann man auch nachträglich ändern. Aber Android M ist etwas intelligenter und weiß, okay, das muss eine Spotify-Playlist sein, denn was soll ich eigentlich im Chrome und dann wieder runterleiten auf Spotify? Öffne ich also direkt auf Spotify. Richtig. Das sind die App-Links. Genau, oder Instagram beispielsweise. Oder Instagram. Ne? Also das sind so, das ist das dritte Feature gewesen. Richtig. Dann habe ich in meiner Notiz noch geschrieben, Mobile Payments. Und zwar hat Android ein eigenes Bezahldienst bekommen. Google nennt das Ganze Android Pay, ähnlich wie Samsung Pay und Apple Pay. Name ist okay, Name ist prägnant, kann man sich merken. Für uns in Deutschland erstmal nicht relevant, weil es US-only ist. Ja. Aber Android Pay ist systemweit. Das heißt, es setzt zum Beispiel nicht wie bei Samsung nur auf Samsung-Geräte. Galaxy S6 und Galaxy S6 Edge, muss man sagen. Oder bei Apple nur auf iPhone. Sondern es ist halt für alle Geräte da. Richtig. Voraussetzung ist. NFC. NFC. Kann sein, ein Fingerprint, der dann systemweit auch gespeichert wird. Genau. Also so ein Fingerprint-Sensor würde den Bezahlvorgang vereinfachen, also einfach nur Finger aufhalten. Anderen Normalfall müsste man es einfach entsperren. Ich hätte mir gewünscht, dass Google etwas nähere Informationen dazu gibt, was genau dann mit dem Fingerprint passiert. Wo wird er gespeichert? Wie wird er verschlüsselt? Diese ganzen Dinge. Ah, okay. Ja, okay, stimmt. Hätten sie kommunizieren sollen. Stimmt, das hat eigentlich gefehlt. Haben nicht gesagt, dass er wirklich sicher gespeichert wird, nicht irgendeine App darauf zugreifen kann. Bei Apple wurde es ja damals gesagt, ja, ist enclaved auf einem richtigen Hardware-Chip und all diese ganzen Sachen. Genau. Sicher in erster Moment gut an, muss man natürlich immer suspekt sein und kritisch beobachten. Aber trotzdem, ein, zwei Worte dazu wären nicht schlecht gewesen. Richtig, ja. Ne? Gut, Android Pay, wie gesagt, es gibt eine Kooperation mit American Express, Mastercard, Visa, die US-amerikanischen 3 von 4, 75% der amerikanischen Netzanbieter unterstützen es, Verizon Wireless, T-Mobile USA und AT&T. Richtig. Und es ist erstmal für USA only. Genau. Und es gibt 700.000 Akzeptanzstellen, mehr als 700.000 Akzeptanzstellen. Okay. Das Ganze ist funktioniert auf Basis einer Kreditkarte, die virtuell hinterlegt wird, mit einer Alias-Kartennummer. Dann der Transfer läuft dann über eine Alias-Kartennummer. Und alles, was man machen muss, ist, man braucht ein Telefon, was nicht gesperrt ist. Es muss entsperrt sein. Und dann geht man zu einem NFC-Terminal oder Post-Terminal. Und dann macht man so eine typische NFC-Geste und dann wird das Ganze initiiert. Richtig. Ich cool. Finde es gut, dass es das Thema jetzt, Apple hat es fokussiert. Wie ich es mitbekommen habe, läuft das in den USA ja ganz gut mit Apple Pay. Ich finde es gut, dass jetzt Android da auch fokussiert rangeht und Android Pay zeigt. Finde ich eine coole Sache, weil ganz ehrlich,
mein Handy habe ich wirklich öfters dabei als meine Brieftasche. Meine Brieftasche vergesse ich manchmal, mein Handy aber nicht. Dass ich zumindest mein Handy einfach schnell bezahlen kann. Ja. Ist gut. Ja, aber es ist ja, okay, mag sein, das stimmt. Trotzdem frage ich mich immer noch, was ist der Vorteil gegenüber einer herkömmlichen Kreditkarte? Du siehst die Kreditkartennummer nicht. Aber wenn du einen Verkäufer am Starbucks mit den Kreditkarten gibst, vielleicht nicht hier in Deutschland, aber in den USA, richtig, dann macht er ja auch nicht den hier so, oh, okay, ich schreibe mir die Nummer schnell auf oder mein Verifizierungscode, sondern er macht einen Slice. Richtig. Zieht das Ganze. Es ist ja, ich habe mein Handy in der Hand oder beispielsweise, wenn es jetzt mit einem Android Wear funktioniert oder mit einem Wearable, muss ich einfach in der Hand legen und fertig. Es ist also eine Sache von Bequemlichkeit. Richtig. Geht einfach nur um Bequemlichkeit. Ja, muss man schauen. Also ich bin dem gegenüber etwas suspekt, solange sie nicht wirklich sagen, was mit dem Fingerabdruck passiert, der ja für Autorisierung zuständig ist. Ja. Ne? Let's see. Was hast du noch? Dann habe ich Power und Charging, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Power und Charging ist, Google hat mit Android M etwas gemacht, was eigentlich ganz interessant ist. Und zwar, wenn man ein Telefon hat, ein Android M-fähiges Gerät, und man benutzt das gerade nicht, weil es zum Beispiel, das Telefon weiß ja, ob es gerade in der Hand ist oder nicht, weil da ein Gyro steckt, aber auch ein Bewegungssensor, lege ich es also dahin, dann weiß das Telefon, es wird gerade nicht verwendet, es findet keine Aktivität statt. Richtig. Ressourcenhungrige Apps werden dann gedrosselt. Unberührt davon bleiben natürlich Push-Nachrichten. Genau. Ja, genau. Also Netzwerk oder Realtime-Prozesse bleiben an. Alles andere, was nicht benötigt wird, wird einfach gedrosselt oder halt in Schlafmodus gesetzt. Ja, ich muss sagen, ich habe hier auf dem Nexus, das haben wir heute rausgeholt, Android M installiert. Und du kannst, habe ich gelesen bei Google, du kannst diesen sogenannten Doze-Mode, also dieser Drossel-Mode der Apps, bei keiner Aktivität lahmlegt oder einfriert, du kannst den für Apps spezifisch auswählen. Okay. Du kannst also sagen, WhatsApp Web will ich haben. Ne? WhatsApp Web braucht das ja zum Beispiel. Richtig. Wenn du jetzt auf das Telefon, wenn du jetzt das Telefon irgendwie im Standby hast und 10 Minuten nicht nutzt oder so und auf WhatsApp Web klickst, dann braucht er ja etwas, bis er reinkommt. Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Prozess ist, der normalerweise eingefriert werden würde von Google mit Android M. Richtig. Da könntest du dann sagen, diese App soll es nicht. Ah, okay. Ne? Ich kann bestimmte Sachen sozusagen sagen, okay, das soll nicht in N gestoppt werden. Ja. Ihr gebt uns gerade so viele Herzen auf dem Livestream auf Periscope. Das finden wir wirklich großartig. Das zeigt uns, dass euch das Ganze gefällt. Ja. Also danke, danke, danke für die violetten Herzen. Wie sind die jetzt auch mal violett? Die sind violett. Vorher waren es gelbe, habe ich vorhin gesehen. Oder rot. Ja. Ich habe ehrlich gesagt, es fällt mir wirklich sehr schwer. Das ist aber, glaube ich, eine Übungssache, hoffentlich. Während ich spreche in die Kamera, kann ich nicht in die Kamera gucken und aber auch vielleicht hier Fragen beantworten. Richtig. Ich sehe zwar hier sowas wie Hi Guys, sehe ich hier. Versuche auch immer hinzugucken, aber es fällt mir sehr schwer. Ich weiß nicht. Ja, ja, auch. Ich gucke manchmal dann hier und dann vergesse ich, in die Kamera zu gucken oder halt, ich gucke einem immer falsch. Um Dinge zu sagen, muss man einfach etwas konzentriert sein. Und Männer sind das einfach sehr, wenn sie sich auf ein Ding konzentrieren. Richtig. Dahin jetzt. Dahin jetzt, genau. Wir waren jetzt... Bei Power und Charging, wie gesagt, wir haben gesagt, wenn gar keine Aktivität stattfindet, dann wird das Telefon oder die Prozesse etwas runtergedrosselt, sodass die Akkulaufzeit sich etwas, die Bereitschaftszeit sich etwas verändert. Google selbst sagt natürlich, unser Nexus 9 hat den Faktor 2 erreicht, Bereitschaftszeit. Das glaube ich nicht wirklich, weil Google wahrscheinlich unter heftigen Laborbedingungen getestet hat, kann man mir schon vorstellen, dass es einigermaßen was bringt. Ja, ja, klar, ich meine, der Standby-Modus wird sich ja verlängern, wenn er, sag ich mal, im Hintergrund dann nicht viel irgendwelche unnötigen Sachen laufen. Ja. Ja, gut. Dann noch eine coole Sache, eine sehr, sehr coole Sache. Eigentlich kann man von diesen zwei Sachen sich ein Bild vom nächsten Nexus bilden. Und zwar, Android M wird eine Unterstützung haben für USB Type-C. Ja. Das heißt, man kann unter anderem, wenn man dann ein USB Type-C-Phone hat, während man das anschließt, wird der Nutzer gefragt in einem Dialogfenster, was soll mit dem Anschluss passieren? Willst du Daten übertragen von einem Computer, MTP-Protokoll? Willst du Strom aufladen? Und das ist richtig cool. Willst du Strom rausgeben? Das heißt, ich kann dann zum Beispiel mit meinem 3000 mAh Smartphone ein
anderes Gerät aufladen oder ein, muss ja nicht 30 mAh sein, aber es ist ein bestes Beispiel dafür. Ich kann andere Geräte einfach aufladen, zum Beispiel mein Notebook. Wird wahrscheinlich 10 Minuten halten oder so. Aber coole Idee. Richtig, ich finde es cool, dass man für den Fall, dass ich irgendwie zwei Geräte dabei mir habe, das habe ich ja meistens, eins, was ich gerne jetzt benutze und der aufgibt, dass ich das andere damit aufladen kann, weil mit Energieversorgung. Ja, oder ein Tablet so also bei dir. Richtig. Und du brauchst das nicht unbedingt, aber du brauchst dein Phone unbedingt. Das heißt, du machst USB Type-C hier rein und USB Type-C dort rein und kannst dein Tablet, was ja für gewöhnlich einen größeren Akku hat, einfach richtig dort aufladen. Genau. Ja, das ist cool. Es gibt, wie gesagt, Datenübertragung, Strom ein, Strom aus. Und es gibt einen Anschluss, oder es gibt den USB Type-C-Anschluss mit MIDI. Das heißt, man kann digitale Musikinstrumente an einem Smartphone oder Tablet anschließen. Das unterstützt USB Typ-C dann in Android M. Genau, also Keyboards und sowas wahrscheinlich. Ne? Ja, und wie gesagt, das ist das, was ich meine. Man sieht an diesen zwei Sachen, Fingerabdrucksensor, hoffe ich, kein Scanner, und USB Typ-C, das sind zwei Features von Android M. Ich bin mir sehr sicher, dass das nächste Nexus diese Sachen haben wird. Ja. Fingerabdrucksensor für Zahlungen. Genau, ja, für Android Pay. Und für USB Typ-C. Richtig, für mein anderes Gerät aufzuladen. Also ich kaufe mir Nexus 6. In diesem Moment sind alle High-End-Smartphones gestorben. Nein, Spaß beiseite. Es gibt wirklich noch viele, viele weitere Features von Android M. Die haben jetzt, wie gesagt, nur diese 6 vorgestellt. Es gibt Neuheiten zu Google Now. Ich denke, zwei, drei Sachen sagen wir auch gleich. Ja. Aber es gibt sowas wie Direct Share. Was genau ist das? Direct Share ist sozusagen eine Funktion, womit man sozusagen per Fingertipp, also per Klick sofort an eure bestimmte beliebten Freunde etwas sharen könnt, teilen könnt. Beispiel ein Foto, ich klicke, ich will es teilen und dann werden mir sofort meine, ich weiß nicht, 4 Favoriten angezeigt. Oder 5 Kontakte angezeigt, mit denen ich das einfach teilen kann. Ja, also schnelles Teilen einfach. Richtig. Gut, es gibt eine Lautstärkenverbesserung für die Tasten. Und es gibt einen neuen IMAP-Assistenten für E-Mails. Ich glaube, es gibt einige unter euch, die schon immer Probleme hatten mit IMAP, mit dem IMAP-Protokoll. Und ich hoffe, dass das behoben wird. Richtig. Dann gibt es noch Neuheiten zu Android Wear. Machen wir es ganz kurz. Android Wear hat nicht so viele Updates bekommen. Android Wear ist, ja, weil der große Kaboom schon da war, gibt es jetzt nur so ergänzende Sachen. Zum Beispiel ein Update, es gibt 1500 Watchfaces für runde, aber auch quadratische oder rechteckige Uhren. Insgesamt gibt es aber 7 Uhren, das ist Stand heute. Ja. Wer weiß, was alles morgen noch passiert. Ein Update wird es in den kommenden Wochen geben. Dann gibt es unter anderem ein Always-On-Modus für Apps. Ja. Das heißt, ich muss dann nicht jedes Mal den Launcher öffnen, der ja sowieso unbequem ist, und die App starten, sondern ich kann eine App einfrieren. Stellt euch das so vor wie auf dem Lollipop-Update mit Fenster pinnen. Man kann ja ein Fenster in der Multitasking-Ansicht pinnen. Richtig. Und dann ist es immer da. Genau. Ne? Also das Always-On für Apps bringt euch wirklich sowas wie, ihr braucht eine bestimmte App, die nicht eure Uhr ist, die soll aber, ihr wollt irgendwas notieren oder beispielsweise, die haben das Beispiel Shopping gezeigt, der hat einkaufen, eure Einkaufsliste ist auf der Uhr und die wird die ganze Zeit angezeigt. Ja. Und die blendet sich auch, die geht auch in so einen Sparmodus, wo es ein bisschen dunkel gezeigt wird, aber die ist die ganze Zeit an. Idealerweise natürlich mit OLED sowas, OLED ist viel geiler. Richtig. Ja. Dann gibt es neue Gesten, Schüttelgesten, das heißt, wenn ich sowas hier mache oder so hier was mache, und das muss man sehen, wie das dann in der Praxis funktioniert, dann werden bestimmte Aktionen ausgeführt. Genau. Emojis kann man jetzt zeichnen, so wie man es von Apple kennt auf der Apple Watch, aber ich glaube, Googles Lösung sieht schicker aus, finde ich, weil es hat eine Erkennung. Richtig. Du zeichnest nicht wirklich wie bei Apple, sondern du zeichnest und die werden dann als Emoji erkannt. Genau. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie ein Y eingibst, dann ist es so ein Cocktailglas oder sowas. Ja? Ja. Y ist ein Cocktailglas? Ja, Y, okay. So, zack, Cocktailglas. Wenn du das sagst. Haben die gezeigt, jetzt fehlt mir natürlich die Kreativität. Ich hab nicht geschlafen. Ich weiß gar nicht, was ich alles hier sagen soll. Es gibt neue Apps, ich meine, aber ich glaube, das ist nicht so relevant. Ja, also eigentlich, was bei Android Wear gezeigt worden ist, war an sich das Android Update 5.1.1 müsste sein, was irgendwie aktuell ausgerollt wird, mhm, für die meisten Geräte.
Und das sind die meisten Funktionen waren eher oder mehr bekannt. Die haben die jetzt einmal nochmal vorgestellt und ein paar neue Zahlen gesagt, dass wir so viele Watchfaces haben und solche Sachen. Ja. Also da war jetzt nicht viel Neues dabei. Also keine Moto 362, keine neue Samsung-Uhr. Ja, keine interessant nur, es wird Nativcode geben für Android Wear. Das heißt, der Code wird dann auf die Maschine laufen und nicht auf das Gerät und umgekehrt. Also das Ganze soll etwas besser werden. Gut, das war Android M. Android M ist verfügbar bereits für Nexus 5, Nexus 6, Nexus 9 und Android Player. Nexus Player. In der Dev-Edition, in der Developer-Preview. Und wie gesagt, eins haben wir schon installiert. Geräte und Updates wird es natürlich dann geben, wenn Google mit der Fertigstellung soweit ist. Die sagen aber von sich aus Q3. Genau. Und dann erfahren wir auch den Namen. Richtig. Also mit neuen Nexus-Geräten. Mit neuen Nexus-Geräten heißt ja in der Gerüchteküche aktuell, es soll zwei Geräte dieses Mal geben. Von Huawei Device und von LG. LG. Geil. Also wahrscheinlich ein kleines und ein großes. Ja. Dann kommen wir zu etwas, was wichtig ist. Was wichtig ist insofern, weil es die nächste Ära der Geräte ist. Und zwar sprechen wir über IoT, Internet of Things oder Internet der Dinge. Was genau ist damit gemeint? Damit gemeint sind so Haushaltsgeräte zum Beispiel. Eure Waschmaschine, Kühlschrank, die Mikrowelle, der Toaster, Heizung, Klimaanlage. Viele, viele Beispiele fallen mir ein, aber es reicht langsam. So, und was man machen kann, ist, man kann diese ganzen Geräte in das Internet bringen. Wir haben genug IPs mittlerweile, IP6 sind sehr viele. Und die Prozessoren werden auch immer günstiger, besser, die Software ist da, also warum nicht alles digitalisieren, also alles smarter machen, sodass man es mit einem Smartphone oder anderen Geräten steuern kann. Das ist die Idee und die Idee sagt, dass wir das bis zum Jahr 2020 mit bis zu 75 Milliarden Geräten machen werden. Das klingt sehr viel, das ist rechnerisch ungefähr so, würde ich sagen, 10 Geräte pro Mann. Vielleicht habe ich falsch gerechnet, aber so um den Dreh sollte es hinhauen. Jetzt bereitet man sich natürlich darauf vor. IoT ist sehr wichtig, ja. Sehr, sehr wichtig. Ihr seht schon an vielen Herstellern, Samsung, HTC, die machen das. Apple macht das auch. Und das größte Problem von IoT ist, kennst du das größte Problem? Es gibt keinen Standard. Perfekt, es gibt keinen Standard. Alle wollen es irgendwie machen. Alle wollen es wirklich irgendwie durchsetzen. Alle machen es ja auch irgendwie, aber jeder auf seine Art. Es ist ja auch interessant, wenn du auf der Straße bist und irgendjemand fragst, was ist IoT, sagen die in erster Linie Gesundheit. Aber frag einen Nerd, wie zum Beispiel Samir, was ist IoT, kann er dir ganz präzise sagen, was IoT ist und was die Vorteile sind. Natürlich hat es auch Nachteile, das stimmt. Aber warum Samir jetzt zum Beispiel sich nichts kauft, ist, es gibt keinen Standard. Und wenn er als fortgeschrittener Anwender, würde ich sagen, schon sich weigert, was sagt denn der Konsument? Der Konsument sagt, okay, die Dinge sind eigentlich clever. Es kostet etwas Geld, aber es ist halt eine Investition. Richtig. Aber solange sich die Industrie nicht darauf einigen kann, was wir wirklich machen, denn wer hat schon Bock, wirklich Geld auszugeben in einen Standard, richtig, der geschlossen ist, der proprietär ist, wo Apple sowieso noch nicht mitspielen wird und Google schon gar nicht. Genau. Und Samsung macht wieder was Eigenes. Richtig. Sagen sich die Konsumenten, Alter, ich soll hunderte von Euro ausgeben in Glühbirnen oder in Schlosssystem, und die Industrie kann sich nicht einigen. Fehlt also jemand, der es konsequent durchsetzt. Und solche Leute gibt es in der Industrie kaum. Es gibt zwei Hersteller. Einmal ist das Google und der andere ist Apple. Richtig. Sieht man daran zum Beispiel was mit Mobile Payments. Die Industrie versucht das seit Jahren, klappt nicht. Aber Apple und Google werden es boxen, durchboxen. Und ähnlich wird es mit IoT sein. Ja, Google wird sich jetzt, haben wir schon gesagt, wie das heißt. Heißt Project Brillo. Project Brillo. Was ist das für ein Name überhaupt? Was ist los mit euch? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wofür Brillo steht. Ja, Brillo ist eigentlich ich glaube, ist eine deutsche Marke auch. Okay. Aber steht eher für Waschkram und sowas. Also Schwamm, Reinigungsmittel. Kann sein, ich meine, ich habe das mal irgendwo gehört. Okay. Ist ja auch nicht so schlimm. Project Brillo ist ja auch nur der Arbeitstitel. Das Ganze wird dann später, vermutlich, denke ich mal, vielleicht. Google HomeKit. Ja, sowas heißen. Es wird nicht Android heißen, weil, ganz einfach, es ist nicht wirklich Android, das Betriebssystem. Dieses Project Brillo ist was anderes. Es hat nur den Kern von Android. Der Kernel ist natürlich Linux, klar. Ja.
Aber es hat zum Beispiel kein User Interface. Man braucht ja auch kein User Interface. Du arbeitest irgendwann mit Schnittstellen und mit Knöpfen und solchen Sachen. Und, genau. Ne? Und wenn du ein Touch Interface drauf machst, dann hast du keine Ahnung. Eine Anzeige oder sowas. Richtig. Ja, es ist auch eine Vereinfachung für die ganzen IoT-Hersteller da oder Leute, die gerne sowas basteln. Google bietet ja mit dem Projekt Brillo eine Art Betriebssystem für die an. Also, dass man sagt, okay, ich installiere, ich habe sozusagen das Brillo-Projekt drauf, damit über diese API kann ich über mein Android-Gerät oder mein iOS-Gerät oder so, mein IoT-Gerät, was ich gebastelt habe. Irgendjemand sagt ja gerade per Periscope, das ist der Linux-Kernel mit ein paar Treibern. So, okay. Das ist ja auch soweit okay, denn wie gesagt, sie nennen es nicht Android IoT oder sowas, sondern vermutlich irgendwas mit Google HomeKit, vermutlich. So könnte es heißen, ist ein Vorschlag. Ja. Aber das zugrunde liegende Betriebssystem oder abgeleitet von, sagen sie in ihren eigenen Worten, ist Android. Okay. Mit minimalen Systemvoraussetzungen, breite Auswahl von Prozessorenunterstützung. Es ist sicher, sagen sie, muss man schauen, was sicher in deren Sprache bedeutet. Für generell ist es schon was Gutes, wenn Google sowas macht. Ja. Und zusätzlich mit Project Brillo haben sie einen Kommunikationsstack vorgestellt, also eine Kommunikationsebene, die nennt sich Weave. 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 Das ist deren Kommunikationssprache. Und das Tolle daran ist, was ich so als, sagen wir mal, jemand, der interessiert ist daran, erkennen konnte. Es gibt auch diese ganzen Arduino-Systeme und sowas, die du dir günstig kaufen kannst und dann machst du halt, keine Ahnung, spielst ein bisschen rum, ne? Ja. Was diese Leute immer und häufiger sagen, ist, sie haben wahnsinnige Schwierigkeiten mit so PAN-Systemen und LAN-Systemen. Okay. Und Weave kommuniziert über Bluetooth und über WLAN. Ah, okay. Also es schließt Funk automatisch mit ein. Das ist clever. Das ist wirklich gut gemacht. Dann muss ich mich nicht darum kümmern. Dann verwende ich einfach nur die Schnittstelle. Okay, ah, cool. Ich glaube, das werden die ganzen Leute lieben. Muss man schauen, wie genau das Ganze funktioniert. Weave arbeitet zwischen Phone, dem Brillo-Device und der Cloud und Brillo arbeitet halt mit Project Brillo. Richtig. Ganz einfach gesagt. Das Ganze sehen wir, Project Brillo sehen wir im Q3 und Weave von Google, der Kommunikationsstack, den sehen wir im Q4 2015. Okay, ich meine, wir haben echt viel gesagt, aber lass uns noch zwei wichtige Sachen mitnehmen. Ja. Und genau. Zwar Google Now on Tap und Google Fotos. Okay. Google Now on Tap ist einfach zu erklären. Google Now, was ihr bisher kennt, ist systemübergreifend noch integrierter geworden. Richtig. Es ist jetzt ein bisschen creepier geworden. Creepier. Das ist absolut richtig. Was das jetzt macht, ist Beispiel. Ihr kriegt eine Nachricht, eine SMS. Oder von mir aus bleiben wir bei WhatsApp. Wer schickt WhatsApp über eine SMS? Ich. Ich schicke SMS. Wieso funktioniert dein WhatsApp nicht mehr oder was? Ja, aber ich finde, SMS ist manchmal auch angebracht. Klassisch. Nein. Schick klassisch eine Post, Mann. Wir schicken WhatsApp. SMS ist ganz cool. Erzähl weiter. Ihr kriegt eine WhatsApp-Nachricht von irgendjemand, da steht, wollen wir heute, keine Ahnung, Tomorrow World gucken gehen. Mir fällt kein Fast and Furious gucken gehen. Und ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Dann hält ihr einfach die Home-Taste gedrückt, dann öffnet sich eine kleine Google Now-Karte. Die wird euch dann erkennen, automatisch aus dem Kontext heraus, Fast and Furious, ist ein Film, wird euch dann direkt vorschlagen, IMDb oder andere Netzwerke, wo ihr halt sehen könnt, wie der Film bewertet worden ist. Genau. Oder vielleicht der nächste Kino wird empfohlen, wenn er geht, welchem Kino wollen wir gehen. Genau, also Spielzeiten werden empfohlen, Bewertungen wurden empfohlen. Das sind so zwei, drei Sachen. Und das Ganze läuft nicht so, dass es irgendwelche Informationen liefert, die ihr sowieso schon habt, sondern es liefert Informationen, wonach ihr eigentlich suchen würdet. Das heißt, es ist wieder so ein Schritt, was Google schon vor Jahren angekündigt hat. Irgendwann wird Suche so sein, dass die Suche einfach nicht mehr stattfindet, sondern dass die Leute, die Informationen haben wollen, dass denen das proaktiv geliefert wird. Richtig. Und das ist mit Google On Tap einen Schritt näher gekommen. Das haben wir jetzt wunderbar erklärt mit einem Film. Solche Sachen sind das, ne? Oder man kann auch sagen, Google Now on Tap ist Google Now, aber ständig dabei, dich in deiner Aktivität zu beobachten, genau, zu sehen, was am Screen ist, richtig, und zu hören, was du hörst. Genau. Spotify,
Du willst sowas wie, das ist sowas wie X-Ray von Amazon. Richtig. Ja, genau. Ergänzende Informationen, du guckst dir gerade einen Film an und sagst, ey, wer ist der Schauspieler? Irgendwo habe ich ihn schon mal gesehen. Und in diesem Moment kannst du als Beispiel Now on Tap anklicken. Oder einfach okay Google sagen und abfragen. Genau. Und dann sagt er dir, oh ja, das ist hier ein Schauspieler. Genau. Also es ist, und das System versteht dann auch, also Google Now an sich dann, aus dem Kontext heraus aus, wenn man ihn fragen würde. Beispielsweise mein voriges Beispiel mit dem Film. Wenn ich dann Google Now abfragen würde über die Sprachsuche, welche Spielzeiten sind denn da? Wenn es mir nicht anzeigt, wird es automatisch danach googeln und mir eine Antwort liefern. Also er wird es erkennen, es geht um Spielzeiten für Fast and Furious, wird er automatisch erkennen. Das ist jetzt auch noch drin. Also das ist sehr gut, die natürliche Sprache erkennen. Ja, dieses Now on Tap-Funktion, die ist Android M gebunden. Das heißt, sie wird nicht auf ältere Geräte ausgestrahlt, wenn Android M nicht drauf ist. Also ist das schon eine Systemfunktion. So eine Systemfunktion, genau. Ja, hört und beobachtet Aktivitäten auf dem Gerät und das ist Now on Tap. Aber das wirklich Coole, das, was mir am meisten gefallen hat, Google Fotos? Google Fotos. Es gibt eine komplett neue App, die genauso heißt wie Google Fotos, was ich von Google Plus kenne, aber ohne Plus. Die App ist einfacher geworden, sie sortiert und organisiert deine Bilder. Sie hat einen sehr cleveren Assistenten, der dir die Arbeit abnimmt, worauf du keinen Bock hast. Und das Geilste an allem ist, diese App verwendet auf höchstem Niveau eine KI, also künstliche Intelligenz. Du kannst zum Beispiel in der Suche reingehen und sagen, ich gibst ein Stichwort ein, wie sowas wie Baum. Und dann zeigt die App dir automatisch alle Bäume, die du abfotografiert hast oder worauf Bäume halt zu sehen sind, Videos sind dabei. Ohne, dass du jemals dir die Mühe gemacht hast, dieses Bild mit dem Stichwort oder mit dem Tag Baum zu kennzeichnen. Richtig. Das funktioniert erstaunlich gut, wirklich. Ich habe es auf meinem Telefon installiert und ich habe Bilder gefunden, die ich noch nie zuvor gesehen habe, wo ich mich gefragt habe, habe ich das Bild überhaupt gemacht? Also Baum, Wasser, Gegenstände, Orte, Namen, all diese Sachen, die funktionieren sehr gut. Also einerseits dieser tolle Assistent, der dir Arbeit abnimmt und kleine kurze Filme erstellt, Collagen, irgendwelche Geschichten. Einerseits das, andererseits diese KI, die auf der App drauf ist. Ja. Machine Learning nennen sie das und Knowledge Graph soll unter anderem dazu arbeiten von Google. Aber andererseits auch diese Einfachheit von Organisation und von Bildern kombiniert mit einer Cloud, die geräteübergreifend funktioniert, auf iPhone und auf Android, als auch im Web. Windows Phone fehlt noch? Ja, Web halt, ne? Ja. Diese Geräte verdienen Web. Web halt. Das war fies. Du warst fies, Alter. Okay. Und dann Google war fies. Wie gesagt, kombiniert mit diesen ganzen Features und dazu dieser Bonus, unbegrenzter Speicherplatz. Alles gut, nur der unbegrenzte Speicherplatz. Der unbegrenzte Speicherplatz ist beschränkt auf 16 Megapixel-Aufnahmen, komprimiert, muss man sagen, und Videos in 1080p. Das heißt, wenn ihr also ein 4K UHD-Video von eurem Samsung Galaxy S6, übertreibt man nicht jetzt, okay, auf eure Google Fotos-App hochladet, dann wird das Video zunächst konvertiert in 1080p. Ihr könnt aber sagen, oh ja, dieser unbefristete Speicherplatz, der ist zwar cool, aber ich will meine Originalaufnahmen nicht erstmal auf 16 Megapixel runterschränken und komprimiert. Ich möchte Originalaufnahmen machen. Dann fragt die App auch zunächst, möchtest du die App so verwenden, dass du deinen Google Drive Speicher nutzt? Richtig. Das kannst du auch machen. Richtig. Ja, wo ist das Problem? Das Problem ist, Beispiel. Nehmen wir das iPhone. Ja, 6. Nimm es. 8 Megapixel? Ja. Also heißt, an sich lege ich in kostenlosen Bereich. Genau. Aber wenn ich Originalfotos anklicke, dann wird es mir doch angerechnet. Wieso? Weil in den kostenlosen Speicher gehen funktionieren nur Fotos, die Google extra noch komprimieren. Also eine 8 Megapixel Aufnahme zählt auf meinen kostenpflichtigen Speicher. Für einen kostenlosen wird diese 8 Megapixel Aufnahme nochmal einmal komprimiert. Genau, habe ich ja gesagt, dass die Bilder trotz 16 Megapixel, auch wenn sie darunter sind, trotzdem nochmal verarbeitet werden. Und bei Videos genauso. Also bei 1080p oder ein 27p Video wird dann nochmal. Ja, aber soweit ich weiß, hast du doch genug Speicher. Warum nimmst du nicht einfach deinen Google Drive Speicher? Weil der voll ist.
Ja, ich hab 172 GB oder 200 GB. Ich habe gestern Abend, als sie dieses Feature gezeigt haben, habe ich auf meinem Chrome 5000 Bilder hochgeladen per Drag and Drop. Ich weiß. Ich habe es über meinen NAS machen lassen, 10.000 Bilder und sind alle fertig. Über Nacht. Ja, ist auch super. Ich weiß. Aber trotzdem, jetzt habe ich irgendwie nur noch 50% Platz oder so. Also ich würde sagen, hört nicht auf Samir. Ich würde sagen, installiert die App, denn sie bietet wirklich einen Mehrwert. Also sie speichert all eure Bilder auf einer Cloud. Sie sind geräteübergreifend verfügbar, iPhone und Android und Web. Und sie bietet coole Funktionen an. Der Assistent, der nimmt euch Arbeit ab. Die Suche, die so clever ist und nach Farben, Dingen, Orten und anderen Sachen sortieren kann, automatisch. Mit dem Vorteil, wie gesagt, unendlich viel Speicherplatz. Ja. Im Vergleich zu Yahoos 1000 Terabyte mit Beschränkung auf 200 Megapixel. Ja gut, 16 Megapixel, reicht aus, komprimiert, kann original. Ja, ich habe mir gestern auch ausprobiert. Der Unterschied ist eigentlich nicht bemerkbar. Die Komprimierung, die Google da macht, ja, ist sehr schlau. Ja, was hatest du dann rum, wenn das nicht bemerkbar ist? Weil es einfach aus Prinzip geht. Wenn ich ein 8 Megapixel Foto habe, soll es original hochgeladen werden. Kann ja, sein, geht um Prinzip. Kann ja sein, dass 8 Megapixel mit 10 MB sind, weil es extra fein ist oder so. Ja, das will ich ja haben. Ja, bezahl mal was. Nein, das will ich aber nicht. Aber ich... An sich finde ich, das Coole daran ist, was Google da jetzt da macht, ist, dass es geräteübergreifend ist. Das finde ich ganz cool. Dass ich auch mit meinem iPhone auch so einen Service nutzen kann, wie mit meinem Android-Gerät. Ich finde das genial und ich habe auf so etwas nur gewartet, weil ich immer das Problem hatte, dass ich meine Bilder immer von Gerät zu Gerät löschen musste, weil ich nicht den Überblick habe. Ich wusste nicht... Ja, aber ich mache das eigentlich anders. Ich meine, Google Fotos benutze ich, Google Plus Fotos benutze ich schon länger für sowas. Meistens habe ich Dropbox dafür. Aber die Sache, weil das Problem bei Dropbox ist... Dropbox ist wertvoll. Etwas in die Mode, ist etwas alt geworden. Nee, finde ich gar nicht. Dropbox ist, von der Organisation her, von Fotos, mit Karussell trotzdem nicht so gut wie gestern vorgestellt Google Fotos. Nein. Deswegen empfehle ich euch, klickt auf fotos.google.com, Fotos mit PH auf Englisch, und holt euch die App und ladet alles hoch und probiert's aus. Wenn es nicht gut ist, dann haut sie hier runter. Aber probiert's aus, es ist eine tolle App mit genialen Funktionen und es macht Spaß. Richtig. Vor allem dieses ganze manuelle, händische Erstellen von Kreationen mit Bildern, die man sonst ja, die eigentlich sonst Spaß machen. Aber kein Mensch hat mehr Zeit dafür. Kein Mensch hat Zeit für so einen Mist. Deswegen macht das Google. Und das ist auch gut so. Und es soll auch gut bleiben. Ja. Haben wir noch was? Ich würde sagen, wir sind extrem über die Zeit. Aber wir haben die wichtigsten Sachen abgearbeitet. Wir haben Android M, wir haben Android Wear, wir haben Google Maps haben wir nicht besprochen. Google Maps wird offline. Ja. Also es war schon offline mit bestimmten Sachen. Aber jetzt kann man auch die Navigation komplett offline nutzen. Das kommt über das Jahr noch komplett oder wird verfügbar sein. Google Fotos haben wir besprochen, Project Brillo, Android Pay, Now on Tab. Ja, also all die Sachen sind eigentlich euch bekannt. Aber ja, was waren unsere... Wir sind, glaube ich, auch wirklich zu lang. Ich würde sagen, Fragen machen wir nächstes Mal, nächsten Bestcast? Oder ja, Fragen machen wir nächstes Mal. Ihr habt natürlich, wie gesagt, die Möglichkeit gehabt, im Bestcast 63 Fragen zu stellen. Wir wussten, dass diese Woche Google I.O. Thema sein wird und wir uns im Bestcast komplett nur darauf konzentrieren werden. Aber nicht schlimm, eure Fragen, die ihr im Bestcast 64 und im Bestcast 63 stellt, werden wir rapide im Bestcast 65 abarbeiten, richtig, sodass ihr eure Antworten bekommt. Genau. An dieser Stelle vielen Dank für die Leute, die eingeschaltet haben live. Ihr könnt es auch machen. Wir planen das jetzt. Wir schauen, wie das die Resonanz ist. Ihr könnt es auch machen. Wir planen das am Freitag zu machen. Ich kann nicht wirklich sagen, es kommt um 12 Uhr, um 13 Uhr, um 14 Uhr. Es kann sein, dass es irgendwie um 15 Uhr kommt. Aber so um den Dreh, da machen wir das und ich werde es kurz auf Twitter selber machen, persönlich von meinem Account, @kamalfight, und sagen, dass wir das in wenigen Minuten starten. Ihr könnt euch auch direkt Textstage folgen und da seht ihr es auch. Genau. Also von unseren Accounts werden wir es eh mitteilen und halt sonst Verge-Account, also wie heißt der? Textstage-Account. Verge, ja, geh zu Verge. Textstage und Best Boys-Account. Haben wir es ja vom Best Boys-Account getötet? Nein. Nee, habe ich nicht. Aber Verge wird das. Und was mir gerade noch einfällt ist, wir können theoretisch die Fragen vielleicht über Periscope machen. Ja, das ist eigentlich auch eine clevere Sache, weil dann die Leute ehrliche Antworten bekommen in Echtzeit und nicht sagen, okay, das wurde weggeschnitten oder sowas. Finde ich nicht schlecht, aber sagt ihr uns, wie ihr das findet. Genau. Periscope ist natürlich ein sehr mächtiges Tool. Wir streamen jetzt seit fast
50 Minuten und die Leute sind dran geblieben und sie vergeben immer noch Herzen. Das finde ich wirklich großartig. Aber theoretisch können wir sagen, okay, wir können Fragen in Zukunft auch live beantworten. Richtig. Also kurz sagt, ob ihr die Idee findet, ob man so machen sollte oder nicht. Aktuell würde ich sagen, vielen lieben Dank an die Leute, die On Demand eingeschaltet haben und an die Leute, die live eingeschaltet haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Übernächste Woche ist Apple WWDC 2015. Aber nächste Woche ist halt ganz normaler Bestcast. Da schauen wir uns auch mal an, was die Woche passiert ist. Und dann beantworten, wie gesagt, auch die Fragen von Bestcast 63, Bestcast 64. Und an dieser Stelle ein schönes Restwochenende an die Leute, die am On Demand sind. Und ein schönes Wochenende an die Leute, die live eingeschaltet haben. Jo. Bis dann. Tschüss. Gut. So, jetzt habe ich Hunger. Lass mich den Livestream erstmal beenden. Und ich habe Hunger, aber trotzdem. Sachen. Du hast auch Hunger, Mann. Hast du mir vorhin erzählt. Ich habe keinen Hunger. Ich habe echt wenig geschlafen. Dann schlaf. Dann trink nicht hier Zucker die ganze Zeit. Ich muss, sonst schlafe ich ein. Ich muss irgendwie noch ein paar Sachen erledigen heute. Außer kommt Vidovic gleich vorbei. Ja. Tschüss zum Livestream. Ich muss mal gucken. Livestream? Ja, achso ja, Livestream, genau. Guck, er ist schon vergesslich. Er steht auf und vergesst wieder, was er machen wollte. Achso, ich zeige euch, bevor ich beende, einmal hier den Aufbau, weil viele hier immer interessiert sind, wie das Ganze hier aussieht. Und zwar ist jedem klar, aber das Galaxy S6 ist radikal anders. Es ist neu, es ist hochwertiger denn je, es ist kompakt und es ist technisch gesehen ein Biest. Es ist aktuell das beste Smartphone. Mit dem Galaxy S6 macht Samsung vieles richtig und nur wenig falsch. Die Optik der zwei Flaggschiffe wird in diesem Jahr so gewürdigt, wie es sich für ein High-End-Smartphone auch gehört. Durchgehend hochwertig. Samsung hat aus einigen kürzlich vorgestellten Produkten gelernt und das Know-how beim Galaxy S6 und Galaxy S6 Edge angewendet.